System kurz MELT, das bei uns als Besonderheit sowohl auf- als auch abgerissen, verschossen und eingesetzt werden kann. Die Waffenanlage MELT ist ein Teil der Nutzungsdauerverlängerungsmaßnahmen am Schützenpanzer Marder und stellt einen deutlichen Fähigkeitsgewinn dar. Erhöht es doch erheblich die Abstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Bedrohungen durch feindliche Panzer. Der Panzerabwehr-Lenkflugkörper hat eine Kampfentfernung von 4000 Metern und kann gepanzerte Ziele auch in der Bewegung mit sehr hoher Trefferwahrscheinlichkeit bekämpfen. Bekannt, was wir machen. Wir haben uns ein Jahr jetzt darauf vorbereitet und dementsprechend ist das gegenüber. Auf der Plane die gesamte Ausrüstung einer Panzergrenadiergruppe, die sich mit der Besatzung auf dem SPZ befindet. Diese Ausrüstung, Frau Ministerin, möchte ich Ihnen im Anschluss näher erklären und danach wird ein Schießlehrer der Panzerabwehrwaffe MELZ Ihnen diese vorstellen. Die Vertreter der Presse können dann dazu später in die Halle kommen.
Vorbereitung bedeutet dann halt die Ausbildung, der Truppführer und der Schützenkommandant dann hinten drauf in den abgesessenen Port, was wir dann ebenfalls durchführen, wenn wir den Wechselsack umsetzen. Marders ist 360 Grad schwenkbar. Um sich der Feindsicht zu entziehen, nutzt der SPZ Marder die Nebelmittelwurfanlage. Sie besteht aus 6 Nebeltöpfen. Zur optischen Ausrüstung gehören ein Werkzeug.